Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Ohohoho. Der Fluch von Monkey Island. Wir sind hier dabei, die Leute, die Piraten im Duell zu schlagen. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Und Antworten zu sammeln. Und letztes Mal haben wir schon, dass ich nicht lache. Und jetzt kommt eine weitere hinzu, hoffe ich. Und zwar das hier. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Aha. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ja gut, kennen wir noch nicht, denke ich. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Das kennen wir. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Ja gut, die kennen wir eh alle. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich zittere. Der kennt das nicht. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich bin Gummi, du Ach, bist was Stahl. Was ist das denn? Ich bin Weichei, aber schon gewonnen hier. Zwang. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du Badewannenkapitän. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Jawohl. Das heißt, wir können die Beute direkt umsetzen in neue Kanonen. Schon wieder da, Mister? Ja. Was hast du heute im Angebot? Kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bumskanonen GmbH und Co. anbieten? Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massaker und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ja, an der Ouchmaster. Ich nehme die Ouchmaster. Die Ouchmaster soll es also sein. Mama! Okay, ich glaube, die wird jetzt schon installiert. Ja, da ist irgendwas dran. Kanonentyp 3, jawoll! Sehr schön, dann kann es ja weitergehen. Da. Komm her. Wie weit schießen wir jetzt? Ah, schon noch weiter. Bam! Volltreffer. Hey, vorsichtig. Ha! Die Piraten wurden besiegt. Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. So, mal sehen, ob der uns neue Antworten liefert. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Was hatten wir denn noch nicht? Plädoyer. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ja, ich sagen. Zittere, ich Kennt zittere. Kennt ihr auch nicht. Oh Mann. Naja, okay. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich bin Gummi, du Och, bist Stahl. Das ist ja einfach hier. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich zittere. Ja, das war ein kurzes Intermezzo. Das geht du ja einfach gewonnen. Als gedacht. Gib mir deinen Schatz. Antworten, Leute. Ich wollte ihn sowieso nicht. Ja, wir haben Beute gemacht. Wir haben schon wieder Beute gemacht. Das ist doch wunderbar. Da können wir uns wieder neue Kanonen kaufen. Hey, was machst du da? Guybrush. So. Dann reden wir direkt mit Kenny. Schon wieder da, Mister? Ja. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Und zwar die Lochmacher Deluxe. Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe? Kommt sofort. Mama! Alles klar. So, was haben wir jetzt? Ja, die sind jetzt golden. Wunderbar. Und da ist direkt das nächste Schiff. Wie weit schießen wir jetzt? Hui, jetzt schießen wir aber schon ganz schön weit. Kein Treffer. Verdammt. Kommt her, ihr Ratten. Das
so gut irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Weil so gut ist die Grafik jetzt nicht. So, das waren 3 Treffer. Mehr. Ah. Nochmal. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. So, da sind wir wieder. Mit. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich muss eine kurze Pause einlegen. Das ist gerade die erste Pause, die ich irgendwann mal einlegen musste. Mal gucken, ob das hier alles so funktioniert. So, was war denn das letzte? Wir hatten das Plädoyer. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache. Du und welche Armee? Aha, siehste. Der weiß schon mal mehr. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Hatten wir noch nicht. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Das passt. Himmel bewahre! Für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Hoppala. Ja. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Gut, dann hätten wir endlich mal wieder verloren. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier! Schatz? Du willst deinen Schatz? Which means, der hat einiges drauf hier, der Herr. Den werden wir direkt nochmal angreifen. Welcher war denn das? Der. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. So, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Was hatten wir jetzt alles noch nicht da? Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ach ja? Ach komm. Da. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. Ich bin Gummi, du bist stark. Mann, ey, was ist denn das für eine Pflaume? Bringt uns keine Antworten, der Typ. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ich zittere. Naja, okay, dann hätten wir den halt auch schon besiegt. Irgendwie ist das einfacher, als ich dachte. Was ist du denn hast da gewonnen! Los? Gib mir deinen Schatz, du schmalzgesichtiger Wischmob. Ich wollte ihn sowieso nicht. Wir haben Beute gemacht. Das heißt, wir können unsere Kanonen ad vidder aufrüstele. Reden wir doch direkt mal mit Kenny, unserem geliebten Kanonenverkäufer. Schon wieder da, Mister? Ja. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Und zwar die Schmerzspender 2000. Die Schmerzspender 2000 soll es also sein. Mama! So. Okay, jetzt ist da noch so ein Druckluftbehälter dran. Soll uns nicht weiter stören. Wir werden auf Jagd gehen. Und zwar hier. Ein Treffer war sogar dabei. Das ist... ein Treffer von denen. Ah, das war ein Schlagabtausch. Ich weiß auch nicht, wie viel wir aushalten, wenn ich ehrlich sein soll. Nein. Von beiden? Nein. Irgendwie erinnert mich das auch an andere. Der hat getroffen. Ja, wir können jetzt schneller nachladen, wenn ich das hier mitbekomme. Was? Boah! Nein! Jetzt. Hoppala.
fesseln wir sie ein. Bam. Gewonnen. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Was ist das für eine Schmalzlocke? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Oh doch. Und zwar... hatten wir jetzt Buffet? Nee. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ach ja? Ach meine Güte. Ja, Himmel das. Bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. In Formaldehyd aufbewahrt, trügest du bei zu meiner Erheiterung. Aha. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Na, das ist ja... Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Tja, wir haben, glaube ich, jetzt alles. Das eine wusste er nicht. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Das wage ich zu bezweifeln. Aber das ist mal was Neues. Ich nicht lache, du und welche Armee? Okay, okay. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, nicht. Bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Das Problem ist jetzt auch mit dem Timer eben, wegen der Unterbrechung. Aber ich guck mal, 15 Minuten über den Daumen gepeilt, kriegen wir schon irgendwie hin. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Tja, also, was hatten wir denn jetzt hier noch nicht? Kapituliert. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wär kollabiert. Okay. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Das hast du uns beigebracht und zwar mit Erheiterung war das. Wo ist es denn? Nein? Hä? Ich dachte, das hätten wir. War das dann das hier oder was? In Formaldehyd aufbewahrt trügst du bei zu meiner Erheiterung. Ach doch, das war's. was hatten wir noch nicht? Buffet. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Jetzt kennt das auf einmal. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Oh, zu schade, dass das niemanden tangiert. Wo ist es? Da. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Haben wir schon gewonnen? Nein. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Hat er gewonnen? Ja. Naja, egal. Wir haben öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Gut, dann müssen wir den nochmal besiegen. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Ich glaube, wir haben alles. Wir brauchen neue Dinger von dem. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wär kollabiert. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Aha. Hm. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ja, du und welche Armee? Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. Ach ja? Oh, sollten wir doch tatsächlich... Ach, noch nicht. Nochmal, oder was? Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Hat er schon wieder gewonnen. Und hat uns nichts gebracht. Ich habe dich geschlagen. Ich lasse dich leben, wenn du mir deinen Schatz gibst. Hammer nicht. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Okay, ich glaube, wir hätten jetzt eine Viertelstunde, glaube ich, langsam rum. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf Schiff, an Deck, hier bei den Landratten. Bis dahin, macht's gut.